Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Wasteland 2. Wir sind immer noch im Gekloppe mit den Robotern da draußen. Von was weiß ich, wo sie herkommen. Von draußen vom Walde wahrscheinlich. Ja, das hast du toll gemacht. Ich schön in die Tür reingestellt. Alter. Ernsthaft, Code Eye? Wie weit kannst du rennen? Der rennt einmal um die halbe Map rüber. Oh, warte mal, da liegt noch was. Da springen wir drüber. Über Stück, über Stein, die Treppe hoch. Links, rechts, geradeaus. 5 Kilometer mit dem LKW fahren und dann da drüben hinter der Ecke anhalten. So. Was? Wer ist denn jetzt dran? Wer bist du? Ach ja. Die Troller. Dann schicken wir die auch mal raus. Ich hoffe, der bleibt jetzt nett und greift nicht direkt an hier. Und schießt auch nicht unbedingt auf die leeren Ölfässer da drüben. Fände ich ein bisschen unsexy. Treffe ich ihn von aus? Nein. Na, dann schauen wir uns mal nach da. Und wetten, er greift an. Na, guck mal, er bewegt sich. Ja, da ist Leben drin. Warte mal, es ist ein Roboter. Da ist kein Leben drin. Ah, das passt noch nicht. Bop, 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 bop. Da können wir jetzt aber durch die Tür durchlaufen, wenn Cold Eye. Wenn Cold Eye ihn jetzt ablenkt, könnten wir es doch mal probieren. Mhm. Warum habt ihr eigentlich alle so. Nein, das war doch nicht! Na gut. Dann stelle ich mal dahin. Ja, er hat auch die maximale Bewegungsfreiheit. Das ist ja ein richtiges Träumchen. Was macht der denn da für einen Quatsch eigentlich? AP2, 3. Hat der irgendwie einen voll Nuss gekriegt? Oh, bewegungsunfähig. Du hast so richtig schön altmodisch eins aus dem Maul gekriegt. Ja. Dann ist man schon mal ein bisschen angeduselt. 350. 104 weniger. Na, hat er jetzt nur noch 246. Ella Badge, Ella Badge. Ja, sagt er auch. Ratatatata. Treffe ich ihn von da aus? Jawohl, tue ich. 120 weniger. So gefällt mir das. Was ich zu Dead by Deadlight, Daylight sage, nichts, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Aber ohne Route kein Internet und ja, das hat man immer. Siehste? Sag ich doch. Im Zweifelsfall war es immer die Mutti, die den Router runtergehauen hat. Sehr schön, mein Fehler. Ich habe den Funk im Eisenfrequenzmodus betrieben, um Energie zu sparen, aber ich denke, das macht es einfach, unsere Position triangulär anzupeilen. Von nun an warte ich ein bisschen. Das ist vielleicht eine tolle Idee, ne? Leute an Hosenscheißer. Können wir die Typen denn hier gerade mal plündern? Erstmal nachladen. Nachladen, wichtig. Es gibt hier. Es gibt was so. Munition brauchen wir vielleicht dafür, Innocent hier vielleicht. Kann das sein? Ja, Film. Schrott. Ja, Schrott. Alles mein Schrott hier reinstopfen hier. Wobei sich alles jetzt gerade mal tatsächlich nur auf einen einzigen Roboter beschränkt, den wir ausnehmen können. Ach, der kann auch ein bisschen. Sehr schön. Kolben. Banjo. Und ein Servo. So, müssen wir denn eigentlich noch das Ding nicht anziehen hier, sag mal? Oder haben wir das jetzt an? Das kann sein, dass wir das schon jetzt anhaben. Oder müssen wir denn nochmal anquatschen? Kann auch sein. Bin mir da unsicher. Können wir vielleicht durchs Loch durchgehen? Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Das ist der dritte Router in 6 Monaten. Ja, da würde ich mal im Zweifelsfall die Mutter auswechseln. Das kommt auf Dauer billiger. Was denn? Ela lacht sich gerade einen ab. Was ich für ein Headset habe, Biodynamic MMX2. Nennt sich das. Und ist gut, wie man hört. Wo komme ich denn jetzt hin? Ich renne hier die ganze Zeit irgendwie in die Gegend rum, bin aber ziemlich sicher, dass ich mich hier auf dem falschen Wege befinde. Ich bin hier vom richtigen abgekommen, scheinbar. Ich muss nämlich einmal zum Doktore. Ich habe ein leichtes bisschen voll altmodisch einen auf die Schnauze bekommen, wie da drin stand. Das muss behoben werden. Mit dem Pflaster. Dreimal im Kopf gewickelt, dann ist alles wieder gut. 10 nach, habe ich gesagt, oder 5 nach? 10 nach, 5 nach, 10 nach, 5 nach, 10, 5, 10, 5, 5, 5, 10 nach, glaube ich. 10 nach war es, ja. 10 nach. Ja.
Wir sind noch keine 10 Minuten dran jetzt. Wir sind 5 Minuten dran. Ich würde auch noch mal so ein Getränk nehmen. Wenn es sich irgendwie gerade so einigermaßen im Rahmen des Möglichen befindet. Sag mal, kommt ihr auch noch mal endlich hier an hier? Hier arbeitsfaules Gemüse. Ach, da sind sie ja. Mhm. Schön. Ja, wir sind im Rudel da. Schön, wenn die ganze Spielzeit fürs Laufen drauf geht, ne? So, als erstes mal kurz eben handeln. Wir haben nämlich ein bisschen Schrott dabei. So, zack. Den ganzen Schrott verdicken. Dann kriegen wir nochmal 59 Geld. Boah, jetzt reich ich bin, hör mal. Einmal noch zum El Doctore. Der nimmt mir direkt wieder 20 Stück ab. Das sind immer 20, egal was ich habe. Das ist total toll. Nicht mehr bewegungsunfähig. Das ist vor allem die Hauptsache. Jetzt speichern wir mal ganz kurz eben. Und renne nach draußen ins Waschelland. Nicht zu verwechseln mit dem Bastelland. Das ist da, wo die ganzen Tanten immer mit ihrer Zickzackschere rumrennen und so weiter. Und der Pritt-Tube. Okay, jetzt können wir durch die nördliche Strahlungswand. Die Frage ist, wo ist denn die nördliche Strahlung? Bist du die nördliche Strahlungswand? Du hast 5 Radiation. Da ist 6 Radiation. Und unten haben wir wahrscheinlich sogar 8 Radiation. Nö, 6. Okay, da können wir also nicht durch. Weil, wegen ist so. 5 können wir, das heißt, wir können auch dadurch. Und auch ins Meer, falls wir das wollen. Ich will das aber nicht. So, dann speichern wir mal ganz kurz eben, weil da sind wir schon mal durchgekommen. Game Ende. Warum? Ich hab doch den Dingsbums an. Huh. Ich habe jetzt nichts verstanden. Wo ist denn Ding? Ah, guck mal, schwere Strahlenschutzanzüge. Guck mal, die sollte ich vielleicht mal anziehen, wa? Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Ziehen wir mal den aus. Ah, plus 5 Strahlenschutz. Jetzt haben wir 5 Strahlenschutz. Jetzt können wir da auch reinrennen. Das hätte ich vielleicht mal vorher wissen sollen. Ja, es funktioniert. Wenn du mal wieder im Teamspeak bist, kannst du dich freuen. Ich habe ein neues Headset bestellt. Oh, schön. Wo bin ich denn da drauf getreten? Mysteriöser Schrein, der fort rein da. Los, 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 los. Los, los. Rein, 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 rein. Rein, rein, rein. In den Schrein. Das will ich rein. So, nochmal kurz speichern. Ich komm, wenn du möchtest, komme ich gleich ins Teamspeak rein. Aber du hast du das neue Headset schon oder hast du es erst bestellt? Das ist ja gerade mal die mysteriöse Frage. Was haben wir denn hier? Nein, nicht benutzen. Erst untersuchen. Irgendwer hat ein Graffiti auf die Statue gesprüht. Kleriker, du Eselfick. Zitat, Eselfick. Ich habe nicht Eselficker gesagt. Habe ich geben dir Wunderdroge, wo sein mein Skrab ich dir Toten? Ja. Hm. Kevin hat gut aufgepasst in der Schule. Entschuldigung, falls es wieder einer hat. Okay, wir haben alle einen Fertigkeitspunkt bekommen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Geht's denn hier noch weiter? Ist gerade mal die Frage. Hier ist ja noch ein Laden. Ja, vielleicht gibt's hier noch was. Könnte ja mal sein. Aber wo wir gerade mal hier sind und die Fertigkeitspunkte bekommen haben. Gucken wir uns das doch mal eben schnell an, was wir denn hier für einen schönen Fertigkeitspunkt bekommen haben. Achso, einen Fertigkeitspunkt nur. Ach so. Ah, ja, ja, verstehe. Ja, er kann auf jeden Fall Sturmgewehre 10 lernen. Er kann Schloss knacken, würde ich sagen mal, 10 lernen. 18 Fertigkeitspunkte. Wir können gleich einen kompletten Skilltree wahrscheinlich komplett machen. Sie hat Arschkriecher. So, dann könnten wir ja eigentlich mal hier vielleicht auf Arschloch gehen. Nur gehen 18 Punkte für drauf. So. Müsste dann jetzt gleich eigentlich oben auftauchen, wenn wir auch nochmal neu reingehen. Mhm, da ist das Arschloch. 3 Punkte haben wir hier noch zur Verfügung. Ja, können wir eigentlich... Und sonst wohin schieben gerade mal.
Haben wir so gesehen keine Verwendung erstmal für. So, wir gehen mal kurz hier rein in Underworld. Enter at your own risk. Ich bin gerade mal risky. Oh, das sieht mir nach Ghule aus hier. Coole Ghule. Coole Ghule, coole Ghule, coole Ghule, coole Ghule. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwas zu plündern. Ich weiß es ja nicht. Was liegt denn hier denn rum? Was ist das? Oh, lecker, eins Leiche. Ja, ist schon schön hier jetzt, ne? Vor allem diese aufgemalten Flaschen hier an der Wand sind prima. Oh ne, warte mal, die sind gar nicht aufgemalt. Das sind tatsächlich einzelne Items. Das finde ich schön. Dass man auf so kleine Details achtet beim Entwickeln. Hallo, Hanna. Ja, aber ich würde mal sagen, Spesen nichts gewesen hier, ne? Hier gibt's nichts mehr. Keine Falltür, keine Tür, kein gar nichts, kein Fass, außer ein brennendes, aber da kann man nichts mit anfangen. Wahrscheinlich werden wir jetzt angegriffen, wenn wir rausgehen. Übrigens, falls du es mitbekommen hast und du meinst, ich hätte gerade Eselficker gesagt, das stand auf der Statue. Das war ein Zitat, nicht? Ja, hier hat Kevin geschrieben. Da. Haben wir schon geklärt. Issen? Gut, ne? So. Wir haben den Schrein durchsucht. Wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Das hat mich am meisten gefreut daran. Regelmäßig abspeichern. Ausrufungszeichen. Ja. Habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass das vielleicht mal eine Option ist, die man beachten sollte. So, da hinten kommt Strahlung Nummer 6, da wollen wir nicht durch. Beziehungsweise, da können wir auch gar nicht durch. Da sollten wir nicht nur durch, da können wir gar nicht durch. Denn ansonsten sind wir instant tot. Instatot! Ich frage mich ja tatsächlich, ob wir gleich angegriffen werden. Und wenn wir angegriffen werden sollten, von wem? Weil wer hält denn diese Strahlung aus, bitteschön? Wären wir jetzt gerade in Fallout, dann würde ich sagen, die Kinder des Atoms. Fallout spielen wir übrigens nachher auch noch. Aber gleich steht erstmal ein bisschen ein Paket Risen an. Mal gucken, wie viele Folgen ich da... noch. Aha, oho, was ist das denn für ein buddhistischer Hollywood? Ja, klar, da ist Hollywood, alles klar. Wir piemelprimmeln hier noch ein bisschen in der Gegend rum. Was ist das da? Was ist das? Da steht was. Ach ja, da sind die Hollywood Hills. Ja, jetzt sehe ich es auch immer. Die Spur, die wir hier laufen, ist echt total orientiert. Warte mal, da drüben war eine Tanke. Handelt doch nicht, weil doch nicht selbst. Was soll das mit dem Kleingas? Hier ist mein Fluchglas. Jedes Mal, wenn ich fluche, muss ich da 10 Cent reinschmeißen. Haben wir heute angefangen mit dem Ding. Mal gucken, wie lange das dauert, bis ich Millionär bin. Habt ihr die Männchen getroffen, Brüder und Schwestern? Sind auf jeden Fall... Ich lasse das mal ganz kurz eben durchlaufen. You know what it is, brothers and sisters. That's right. They do not believe in God, nor do they believe in sin. Oh, their civility patrols walk around, protecting the weak and defenseless from the strong and well-armed. And that's mighty nice. I'll admit that. But would those same security patrols burn a cache of pornography? Stop its poison from corrupting the world? Would they forcibly separate a couple who is about to engage in unmarried sex in order to save them from sin? Would they put a homosexual out of his misery and allow him to enter the kingdom of heaven? No, they would not. They are much too polite for that. They couldn't possibly interfere where they weren't wanted. Well, they're forgetting something. They're forgetting to ask what God wanted. The business of saving souls ain't got nothing to do with politeness, brothers and sisters. We gotta show sinners the error of their ways, whether they want us to or not. So, the next time you see one of the Mannerite civility patrols, ist eine Überlegung wert. Remember that they are protecting sinners. And turning a blind eye.
version. They are the devil with a smiling face. And you know what we do with the devils, don't we? That's right. We give them hell, brothers and sisters. We give them hell. Ja, da war wieder einer von diesen total fanatischen Kirchenfuzzis, der, ja, wieder mal total gegen alles gepestert hat, was nicht normal ist und bla bla bla, wie auch immer. Hat noch mit einem Satz abgeschlossen, was natürlich wieder total für die Intelligenz von denen gesprochen hat. Ja, was machen wir mit diesen Teufeln? Wir geben ihnen die Hölle. Ja, da freuen die sich doch drüber. Man, nachdenken, Freunde. Es ist, ne. Egal. Gut, wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Wir machen hier mal einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.